als ich dann las, dass in Bremen eine Universität gegründet werden soll, habe ich mich entschlossen, daran mal einen Schnupperkurs zu machen. Und zwar wenigstens ein Semester dahin zu gehen. Und das muss ich natürlich auch meinen Mitarbeitern erklären und verkaufen und um Verständnis werben. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, erstens mal bin ich zu diesen Kursen hingegangen, um mich fortzubilden. Und zweitens muss ich mich auch mal selber in Frage stellen. Vielleicht ist es ja ganz wichtig, dass man mal auch ganz was anderes hört und was anderes lernt. Und drittens meine ich, das Unternehmen muss auch stundenweise ohne mich funktionieren. Das Jahr 1971 war ja auch der Beginn der Universität. Da fing diese Universität zum ersten Mal mit dem Lehrbetrieb an. Und ich studierte dann die Ökonomie. Und er kam zu mir rein und sagte, ich fragte, worum geht es, was wünschen Sie? Dann sagte er zu mir, er wolle studieren. Da war ich im ersten Moment perplex. Und im zweiten Moment dachte ich, das ist eine faszinierende Möglichkeit. Und ich habe ihm dann gleich im ersten Gespräch angeboten, ihn auch zu betreuen, ihn auch im Studium, durchs Studium zu führen. Und ich kann nachträglich sagen, es war eine wunderschöne Entscheidung. Da kommt ein unglaublich erfolgreicher Unternehmer, Nabertörm aus Lilienthal, in die Universität. Die Universität war damals links sehr aufgewühlt. Da gab es auch im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften große Debatten über die Frage des Kapitalismus. Und an eine Anekdote erinnere ich mich gerne, und die zeigt eigentlich, wie schnell er die Sympathien beim Studierenden gefunden hat. Da war eine Diskussion über Ausbeutung. Und Konrad Naber, wie alle anderen, hat sich gemeldet. Und da sagte irgendjemand, so ein Dummkopf, ja wieso, der kann gar nicht an der Diskussion teilnehmen. Der weiß nicht, was Ausbeutung ist, aber er praktiziert sie ja jeden Tag in seinem Unternehmen. Und dann gab es eine Abstimmung und da hat die große Mehrheit der Studierenden gesagt, nein, Konrad Naber darf und soll reden. Und er hat einen guten Beitrag gemacht. Und ich würde mal rückblickend so sagen, seitdem war das Eis gebrochen. Seitdem waren auch vielleicht gewisse Vorurteile waren völlig weg. Und er war sehr integriert. Er hat ja bis auf den heutigen Tag noch mit Studierenden aus der damaligen Phase noch sehr, sehr gute Kontakte. Und der Rudolf Fickel, der junge Professor, der kam dann zu mir und sprach mich an und der war sehr nett und hilfsbereit. Und das hat sich eigentlich, so war er auch in den ganzen späteren Jahren. Also ich wollte ja eigentlich nur ein Semester an der Uni studieren, weil ich gar keine Zeit dazu hatte. Aber die Studenten, die streikten so viel. Und da habe ich immer gesagt, nun streikt man schön, dann kann ich wenigstens arbeiten. Jedenfalls ging das erste Semester so schnell rum, dass ich sagte, oh, das kannst du ja noch nicht gewesen sein, hängen wir noch ein Semester da dran. Ich finde, er hat eine Charaktereigenschaft, er kann nicht ruhen. Wenn er etwas erreicht hat, kann er nicht stehen bleiben, sondern er ist immer getrieben von Erkundung, wenn ich es mal so will, terra incognita, Erkundigung von Neuland. Und er hat das Unternehmen großartige Arbeit geleistet und er wusste nun ganz genau, dass er etwas anderes, Neues machen will. Und ich finde es also unglaublich faszinierend. Ich habe einen Vergleichsfall, kann ich überhaupt nicht zitieren, wo ein wirklich erfolgreicher Mensch, hohe Anerkennung in den Verbänden, in den Wirtschaftsverbänden, überall, sagt, ich gehe in diese Universität. Und diese Universität hatte damals aus der Sicht der Wirtschaft, aus der Sicht auch bestimmter Bereiche der Politik, eher negatives Image. Er nimmt das auf und ich glaube, man kann es am Ende nicht genau beurteilen, aber ich glaube, diese Tatsache hier, der Dialogfähigkeit, die damals unglaublich gut ausgeprägt war, die hat er mitgenommen, davon hat er profitiert, offene Gespräche und die Offenheit seines Charakters und das Aufnehmen von neuen Herausforderungen war wahrscheinlich die Triebkraft für diese Entscheidung, nochmal mit 50 Jahren Studium aufzunehmen. Wir haben ja zu Anfang erstmal Karl Marx behandelt und auch die hegelischen Philosophien versucht zu verstehen. Und das war natürlich alles wahnsinnig interessant. Aber auch nicht so ganz einfach. Man musste ja auch noch nacharbeiten und zu Hause was angucken. Eine große Schwierigkeit bestand darin, dass wir wahnsinnig viel Papiere bekamen zum Durcharbeiten und zum Lesen. Und man wusste eigentlich gar nicht immer genau, ob das jetzt Lehrpapiere waren für das Studium oder ob das Propagandamaterial einer studentischen Vereinigung war. Trotzdem ich ja schon morgens 2 Stunden im Büro gesessen hatte, war ich eigentlich immer der Erste.
im Vorlesungsraum, habe erstmal die Stühle ordentlich hingestellt und gelüftet und die Tafel gesäubert, habe Kreide besorgt von irgendwoher, weil da meistens nichts war. Also das war ja alles ein bisschen chaotisch. Das hat mir Freude gemacht. Und dann, als eines Tages kam ein Professor und sah, wie ich die Tafel abwische, sagte er, na, aber das machen Sie hier. Da habe ich gesagt, ja, ein Kapitalist scheut keine Arbeit. Jedenfalls war das eine ganz nette und interessante Geschichte. Dass ich das bis zum Ende machen würde, habe ich mir eigentlich nie vorstellen können. Ja, Konrad Naber, dann kam, so läuft eben das Studium, kam dann und sagt, ich muss jetzt eine Diplomarbeit schreiben. Dann habe ich gesagt, na klar, machen wir zusammen. Und dann haben wir lange nach einem Thema gesucht. Und haben ein Thema gefunden, das konnte nur er machen, konnte kein anderer machen. Nämlich, in den 60er Jahren gab es einen großen Exodus von kleineren, mittleren Unternehmen. Sein Unternehmen war ja damals noch sehr klein, nach Lilienthal. Und ich habe ihm gesagt, ich fände es ganz toll, wenn er untersucht, was die Motive, die Gründe sind, dass Unternehmen, die dann nach Lilienthal abgewandert sind, es waren, glaube ich, wenn ich es an der Hand zähle richtig, waren es 18 Unternehmen, warum die weggegangen sind, erstens, und zweitens, warum die dann in Lilienthal so einen großen Erfolg gehabt haben. 1975 oder 76 habe ich dann das Studium beendet und habe die Diplomarbeit abgeliefert, die dadurch ein bisschen ungewöhnlich war, weil da gar nicht Bezug genommen wurde auf andere Ausarbeitungen. Im Fazit hat er eine ganz wichtige Erkenntnis gebracht, von der ich auch glaube, dass sie in der Politik wirklich Gehör gefunden hat. Er hat einfach darauf hingewiesen, dass Bremen, die Stadtgemeinde Bremen, damals gegenüber kleinen, mittleren, gegenüber Gründungsexistenten ungemein arrogant war. Die Flächen haben alle nur die Großen gekriegt. Das war damals Borgward. Später kam dann Daimler-Benz dazu, haben immer nur die Großen bekommen. Und in Lilienthal war ein Stadtdirektor, der unglaublich gut, sensibel Infrastruktur erschlossen hat, vergleichsweise preiswert, zu günstigen Preisen, und so ist da so ein richtiger kleiner Industriewirtschaftsschwerpunkt entstanden. Und das ist das Ergebnis der Arbeit von Konrad Naber, diese Aussage auf der anderen Seite, und das kann man heute sagen, insoweit hat seine Arbeit positiv gewirkt. Dies, was damals als Kritik herausgearbeitet worden ist an der Wirtschaftsstrukturpolitik des Landes Bremens, ist durchaus in der Zwischenzeit von der Politik in Bremen erkannt worden und umgesetzt worden. Später wurde ich oft gefragt, was haben Sie eigentlich beim Studium gelernt? Ja, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Auf alle Fälle ist man sehr vorsichtig geworden mit seinen Urteilen, weil man erkannt hat, wie verschiedenartig etwas ausgelegt werden kann.